Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich bin der Train92 und wieder dabei ist mit mir die gute Neli. Hallo. Und ja, ihr seht es schon, als ich rausgehen wollte, ist das passiert. Also müssen wir den Part hier fortsetzen. Also fangen wir mal an. Hallo, wartet mal, es gibt großen Ärger, Menschenskind. Ich bin froh, euch noch erwischt zu haben. Ich schätze mal, ihr wolltet gerade eurem Tagewerk nachgehen. Was liegt an, Bediza? Warum die große Eile? Da ist Ärger im Anmarsch. Der kleine Azuril. Der kleine Azuril ist in Schwierigkeiten. Bitte? Azuril ist in Schwierigkeiten? Sie haben das kleine Kerlchen in die Gilde gebracht. Beeilen wir uns, Train 92. Oh, Azuril. Geht es ihm gut? Er scheint nicht in Lebensgefahr zu sein, aber... Was ist mit ihm geschehen? Er schläft und schläft und schläft, aber er wacht nicht mehr auf. Was? Er wacht nicht mehr auf? Ja, ich versuche die ganze Zeit, ihn zu wecken, aber er schläft immer noch. Ich habe Angst bekommen, deshalb habe ich ihn zur Gilde gebracht. Anscheinend quält ihn irgendetwas. Er ist so, seit er eingeschlafen ist, als ob er leiden würde. Träumt er schlecht? Hey, das könnte es sein. So wie der Kleine sich wälzt und windet, scheint er einen Albtraum zu haben. Hey. Hey, Plaudergeil. Hast du einen Vorschlag, wie wir Azuril aufwecken könnten? Mir fehlt leider auch eine Idee. In einem Albtraum gefangen zu sein, ohne aufwachen zu können, tagelang. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir können ihm auch keine Beeren oder so geben, wenn er schläft. Wir sind mit unserem Latein am Ende, ein Heilmittel zu finden. Wer könnte wissen, wie man Albträume los wird? Hey. Leute, darf ich mal was sagen? Was denn, Bediza? Mir ist ein Gedanke gekommen, da wir den Albtraum nicht verschwinden lassen können. Vielleicht könnten wir wenigstens herausfinden, was für ein Albtraum er hat. Dann finden wir vielleicht auch heraus, warum der kleine Azuril nicht aufwachen kann, Menschenskind. Oh, richtig! Wir sollten uns den Traum von Azuril ansehen. Wie soll das denn gehen? In einen Traum reinschauen? Herrje, Menschenskind, tut mir leid. Eigentlich könnte das sogar möglich sein. Was? Hey, wie soll das gehen? Wir gehen zu Traumato. Wenn irgendjemand das kann, dann Traumato. Traumato? Den Namen kenne ich von irgendwoher. Das ist es. Erinnerst du dich, Train 92? Wir kennen Traumato. Das lassen wir nicht zu. Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Nochmals danke. Jetzt komm mit. Ja, das ist er. Traumato war der erste Gesetzlose, den wir je gefangen haben. Aber warum Traumato? Denkt daran, das sind nur Gerüchte. Aber man sagt, dass Traumato die erstaunliche Fähigkeit hat, in die Träume anderer einzudringen. Wirklich? Er kann in Träume von anderen eindringen? Es ist nur ein Gerücht. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Allerdings besteht die Möglichkeit... Ich verstehe. Wenn wir also Traumato fragen würden, dann könnte er uns vielleicht in den Albtraum von Azuril hineinbringen. Sag mal, Magnetilo, was ist mit Traumato geschehen, nachdem ihr ihn verhaftet habt? Traumato wurde von Oberwachmeister Magnison intensiv in die Mangel genommen. Er drückte sein Bedauern aus und versprach, niemals wieder das Gesetz zu brechen.
Deshalb haben wir ihn freigelassen. Hey, hey, aber ist er wirklich sauber geblieben? Hört sich aber sehr verdächtig an. Hey, hey. Krebskorps, jetzt ist nicht die Zeit für Spitzfindigkeiten. Also, wo hält sich Traumato derzeit auf? Er ist ausgezogen, um seinen Geist und sein Bewusstsein zu reinigen. Er sagte, er wolle sich auf den Mühsalberg in Selbstdisziplin üben. Mühsalberg? Das wäre in der Bergregion. Okay, das ist also der derzeitige Aufenthaltsort von Traumato. Wir müssen los, Train 92. Auf zum Mühsalberg. Oh, Neli. Gib uns nur ein bisschen Zeit, Meryl. Wir kommen ganz sicher mit Traumato zurück. Uff, Neli. Ihr seid immer wirklich für uns da. Vielen, vielen Dank. Dann ist es entschieden. Wir überlassen die Angelegenheit Team PMD HLP. Alle haben Angst um Azuril, aber lassen wir Team PMD HLP das regeln. Ihr anderen solltet weitermachen wie üblich. Alles klar, Leute. Zeit zu arbeiten. Hurra! Es liegt an euch, Traumato zu finden. Lasst uns nicht hängen. Okay, gehen wir. Wir machen uns auf den Weg zum Mühsalberg. Lass uns diesen Traumato finden. So, sehr schön. Jetzt bereiten wir uns aber erstmal noch vor, weil, wie ich das am Ende des letzten Parts gesagt habe, konnte ich das ja nicht mehr machen, weil ich dann mitten in diese Cutscene gelaufen bin. So, aber jetzt kommen wir der richtigen Afterstory näher und dem Grund, warum wir uns nicht entwickeln können. Den wissen wir ja eigentlich, aber wer das alles ausgelöst hat und so weiter. Dem Grund kommen wir jetzt näher, aber erstmal verkaufen wir den ganzen Schrott, den wir in den letzten Dungeons geholt haben. So, ja, ja, komm, Kecleon, das ist vollkommen irrelevant. Wir wollen Sachen verkaufen. Ausdauerband, das, ja, Siedelbeere da, ich weiß nicht. Ich glaube, die behalte ich nochmal für den nächsten Dungeon. Und Donnerwelle kann weg. Warpsam kann weg. Haben wir noch was? Ja, den Taubsam hier. Die Schleimkost kann auch weg. So. Ja, ich möchte gern was kaufen. Wenn du Belebersamen hast, nehmen wir den gerne mit. Und du hast sogar einen Belebersamen, dann würde ich gerne den Belebersamen und die Eisendorn mitnehmen. Nein. So, was haben wir jetzt mit? Wir haben 2, 4, 5 Belebersamen. Nee, Siedelbeeren, 4 Belebersamen, 4 Top-Elixier, 2 Steuer. Ja, das ist okay. Wir brauchen nur noch einen Apfel. So, nehmen. Ah, wir haben noch ein Heilband, das wir verkaufen können. Machen wir gleich mal. So, dann noch, ich hatte gesagt, einen Apfel will ich mitnehmen. Nein. So, vielen Dank, danke. So sind wir erstmal gut ausgerüstet. Jetzt legen wir noch das Geld ab, was wir noch übrig haben. So, lagern, ja, 1161, Ach, haben wir jetzt nicht noch das Heilband dabei? Ja, das müssen wir auch noch verkaufen. Super. Das nenne ich mal eine richtig krasse Zeitverschwendung. So, verkaufen wir das schnell und dann aber ab dafür. Heilband. Nein. So, jetzt haben wir aber wirklich alles, wenn wir das zur Bank gebracht haben. Wir haben auf jeden Fall schon wieder die 70.000 geknackt. Das ist richtig nice. So, aber hier gibt's wie normal diesmal einen kleinen Cut, damit wir uns die Cutscene nicht nochmal angucken dürfen, falls wir nochmal anfangen. Also sehen wir uns hier gleich wieder. Und hier sind wir auch schon wieder. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Mühsalberg. Wir sind gut vorbereitet. Der Mühsalberg wird heftig bestimmt. Schauen wir mal, was wir da reißen können. Sag mal, Train 92, denkst du, wir sollten vielleicht zu zweit gehen, nur wir beide? Wenn eine ganze Gruppe geht, regt sich Traumato wahrscheinlich auf. Dann wäre es unmöglich, ihn zu überzeugen. Aber ich glaube, ein Pokémon allein wäre nicht überzeugend genug. Also was denkst du, sollten nicht wir beide gehen? Zu zweit gehen. Okay, auf zum Mühsalberg. Geben wir unser Bestes, Train 92.
Gut, damit darf sich Mopsy leider für diesen Dungeon verabschieden. RIP Mopsy. Mopsy wird wiederkommen. Das muss der Mösaberg sein. Wir brauchen Tramato, damit er uns hilft, herauszufinden, warum Azuril nicht aufwacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren bei der Suche nach Tramato. Geben wir alles, Train 92. Tja, RIP Mopsy, habe ich schon mal gesagt, aber das macht mich gerade ein bisschen sehr traurig, dass wir jetzt diese Kacke nur zu zweit machen dürfen, weil Mopsy war echt gut. Und jetzt bin ich hier mit Neli alleine und ich vermisse Mopsy schon. Und damit ist Mopsys Popoband klebrig. Das fängt schon richtig, richtig gut an. Ich habe jetzt schon, habe ich gerade Mopsys Purpurband gesagt? Ich meinte Nelis Purpurband. Fängt auf jeden Fall, oh Gott. Fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Macht jetzt schon richtig Spaß, dieser Mühsalberg. Und die Pokémon sind auch noch mega stark, also aufgepasst. Oh, da ist ein Ninja Tom. Das könnte eklig werden. Der kann Schattenstoß, der Bastard. So, du denkst wohl, du kannst irgendwas gegen mich machen, ne? Aber weißt du was? Ich kann das hier machen, dann bist du tot. Weil normalerweise treffen nur sehr effektive Attacken einen Ninja Tom. Ihr kennt die Chose. Aber Wurfgeschosse wirken hier halt genauso gut. Also werden wir die auch zur Genüge einsetzen, wenn wir so eins finden. Oh, ein Top-Elixier, sehr nice. Aber wenigstens ist die Musik hier sehr ansprechend in dem Dungeon. Die haben wir zwar... Oh, geil. 3 Sinelbeeren schon gefunden. Also wir können uns halt echt nicht beschweren, was das angeht. So, super, dann dürfen wir also hier lang gehen. Oh, da kommt wieder ein Ninja Tom. Oh nein, ein Rasaf. Oh, Kacke. Das tat richtig hart weh. Klingensturm. Oh nein, wir müssen den ganz schnell loswerden. Das war Glück. Klingensturm hätte eklig werden können für Neli. Aber wir sind ja zum Glück nicht ganz so. Wir heilen uns erstmal so ein bisschen hoch. So, schon sind wir eben eine... Oh Gott, ja! Ist klar, Diggi! Oh, ich kotz gleich richtig hart. Diese scheiß Klebefallen. Das ist jetzt nicht weiter wild, weil wir die Items halt wiederbekommen, aber trotzdem. Schlafsam. Geh weg, Alter. Was für ein nutzloser Haufen Müll dieses Item einfach ist gerade im Moment. Können wir gar nicht gebrauchen. Wie wäre es mal mit einem neuen Belebersamen? Weil unser ja verklebt ist. Und da ist meine Agilität versiegelt worden. Jetzt möchte ich ganz schnell die Treppe finden, bevor ich noch einem Sherox begegne oder so ein Scheiß. Da ist ein Medetier, das uns verfolgt. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Natürlich kommt er in unsere Richtung, war ja klar. Aber er ist tot. Oh, oh. Oh, läuft er da jetzt etwa die ganze Zeit im Kreis rum, Alter? Dieses blöde Rasaf. Und da Sherox kommt, auch läuft auch im Kreis rum, okay. Kannst ja gerne jetzt einen Klingensturm vorbereiten, das wird uns wenig jucken. So, Ebene 6. Mal gucken, wie gesagt, ob ich diesen Part kürzer halte, weil Traumato möchte ich erst gerne im nächsten Part drin haben. So, es kommt drauf an, wie schnell wir Ebene 19 halt erreichen. Oh, das scheint doch sehr schnell zu gehen. Dann könnte das wieder ein kürzerer Part werden. Aber ich glaube, dagegen habt ihr nichts. Wenn ihr so einen kurzen Part zum einfach wegsnacken bekommt.
So, da ist schon die nächste Treppe. Wir haben schon, mit der nächsten Ebene haben wir schon über die Hälfte geschafft. Das ist sehr gut. Also, dann sind wir bei der Hälfte. Oh Gott, wieder ein Rasaf, Alter. Ich kotz gleich, ne? Ich kotz halt so hart im Strahl. Gut gemacht, Pikachu. Und natürlich kriege ich meinen eigenen Georockbrock in die Fresse. Aber besser als irgendeine andere Attacke in die Fresse zu bekommen. Das ist... Oh Gott, sind hier viele Ja! Zum Glück sind wir auf die anderen beiden nicht getreten. Das ist ja richtig widerlich gerade. Das Geld. Oh, ein Rabaut. Ja, gut, das war's mit Rabaut. Ha! Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber das war ja echt scheiße. Hat er irgendwas Gutes? Goldbar. Ja, kannst behalten, Alter. Bringt uns gar nichts. Hätten wir mitnehmen können, wenn wir jetzt einen Sogorb gehabt hätten. Mann, ist dieser Dungeon. Dieser Dungeon ist bis jetzt richtig scheiße. Muss ich ja sagen. Ist das ein Ninja-Tom? Nö, ist nun Ladybar. Wow. Ich habe so große Angst vor dir, Ladybar. Ja, was war's für dich? Ladybar ist halt schon echt scheiße, ne? Da ist die Treppe, aber wir werden gegen Ursaring kämpfen müssen. Gut gemacht, Pikachu. Sehr gut. Ebene 13. Wir kommen dem Ende von dem Part immer näher. Oh, Scheiße. Nelly! Nein! Scheiße, ich muss außenrum. Ich habe gar keine Wahl. Sonst wecke ich dieses bekackte Onyx auf. Das will ich noch weniger. Ich muss aber ganz dringend zu Nelly aufschließen. Und da ist ein Apfel klebrig. Nelly, kriegst du den Tod? Ah, Nelly hat die Treppe gefunden. Sehr gut. Ja, easy. Oh nein, Nelly geht zum Onyx. Schnell. Nelly wollte eh gerade rumlaufen und nicht zum Onyx gehen. Sehr gut. Gut gemacht, Nelly. Du hast sehr gut mitgedacht. Ich werde langsam so ein bisschen salzig, ne? Mit diesen ganzen beschissenen Fallen hier. Das ist ja übelst nervig einfach. Zum Glück gibt es hier ein paar geile Items. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding Mühsalberg heißt. Denkst du, wir können keine Agilität, du Lappen? Das können wir genauso gut. Ja, gut gemacht, Pikachu. Das kannst du vergessen, Kollege. Und tschüss. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Und welches Lebensmittel wurde ungenießbar? Ein Apfel? Ja, das heißt, wir haben nur noch einen Apfel für den Dungeon. Moment. Warum esse ich dann jetzt nicht die Schleimkost? Das wäre ziemlich dumm, wenn ich das nicht machen würde. So, damit haben wir wieder 40 Magen ungefähr. 42, glaube ich. Jupp. Oh, scheiße. Okay, wie ihr wollt. Ihr wollt richtig auf die Fresse haben, dann kriegt ihr das. Nein, der konnte Kraftkoloss. Oh, du miese Stück Scheiße, Alter. Du miese Stück Dreck, Alter. Bitte stirb einfach. Und du kannst dich bitte ganz schnell verpissen. Dich braucht halt wirklich niemand. Sowas macht mich richtig salzig, Alter. Da werde ich richtig sauer. Wenn so eine Kacke passiert. Frisch gekauften Belebersamen umsonst gekauft. Oh, ein Pantimos. Bringt aber gar nichts, dass der uns hinterherläuft, weil wir hier jetzt einfach reingehen. So, eine Ebene noch und dann suchen wir da die Treppe und dann sind wir bei Traumato.
Dann haben wir diesen schrecklichen... Oh ja, Glück gehabt. Ich raste gleich komplett aus mit diesen ganzen Fallen, ne? Das ist in diesen... Nice! Yes! So, ich habe zum Glück einen zweiten Stopper-Orb. So, mache ich das hier mal. Die nehmen wir halt alle mit. Oh, scheiße. Ich muss auf Nelis Platz, sonst greife ich einen zu viel an. Nur Knogger. Oh Gott. Ich muss hier extrem aufpassen. Und tschüss. Das war richtig nice. Neli greift jetzt zum Glück keine Gegner an. Und ohne Neli kämpfe ich hier nicht. Oh, Neli ist wieder da. Und Neli ist wieder weg. Neli! Flairsamen. Dann gehen wir. Dann nehmen wir nicht alle Gegner mit. Egal. Oh. Tschüss, Kumpel. Ja, das war's dann, würde ich sagen. Ich bin relativ froh, dass wir den Part hier beenden können. Ich werde durchgedreht. Das wird ein kürzerer Part dann wieder, weil ich möchte nicht so viel... Oder doch, ich mache jetzt... Ich gehe jetzt noch weiter. Kommt, Leute. Gehen wir weiter. Mühsalberg-Gipfel. Oh, ist das dort drüben nicht Traumato? Traumato. Oh, ihr zwei. Warum seid ihr hierher gekommen? Ich habe meine Finger aus allem herausgehalten. Ich habe dem kriminellen Leben abgeschworen. Warte, hör erstmal zu, Traumato. Wir sind nicht hier hochgeklettert, um dich zu fangen, Traumato. Aber wir wollten schon zu dir. Wir brauchen deine Hilfe, Traumato. Hä? Meine Hilfe? Ihr braucht meine Hilfe? Yep. Du erinnerst dich doch an den kleinen Azurill, oder? Azurill schläft seit Tagen und wacht nicht mehr auf. Dieser Azurill-Bengel? Niemand weiß, warum er nicht aufwacht. Dann hörten wir, dass du vielleicht in Träume eindringen kannst, Traumato. Darum haben wir dich aufgesucht. Sag mal, Traumato. Nun, was denkst du? Kannst du uns helfen, bitte? Ich habe Azurill einmal etwas mächtig Gemeines angetan. Damals. Ich weiß nicht, ob ich das damit jemals gut machen könnte, aber wenn es Azurill nur ein wenig helfen würde. Keine Ahnung, wie nützlich ich sein kann, aber ich helfe gerne, wenn ihr mich lasst. Traumato! Führt mich zu Azurill. Lasst uns keine Zeit verlieren. Okay. Hier geht es lang. Schnell. Nein, wollen wir nicht. Wie sieht es aus, Traumato? Kannst du irgendetwas tun? Oh, ihr beiden. Ich möchte, dass ihr euch für eine Erkundung ausrüstet. Wenn ihr bereit seid, schicke ich euch auf eine Erkundung. In den Traum von Azurill. Was? Das bedeutet... Ihr habt es erraten. Es ist möglich, in den Traum von Azurill hineinzugelangen. Ja. Meryl, wir können jetzt dem Rätsel des nicht enden wollenden Albtraums auf den Grund gehen. Klasse. Aber ich will, dass ihr ganz besonders vorsichtig seid, wenn ihr im Traum des Kleinen seid. An dem Traum ist irgendwas faul. Ich glaube, da läuft irgendwas verkehrt. Oh, stimmt das? Okay, wir werden vorsichtig sein. Noch eine Sache. Ich möchte, dass nur ihr beiden in den Traum geht. Ich würde gerne selber mitkommen. Aber um ehrlich zu sein, bei dem Stand meiner Fähigkeiten würde ich euch nur aufhalten.
Tut mir leid, dass ich nicht mehr für euch tun kann. Nein, du bist klasse. Uns ist dadurch genug geholfen, dass du uns in den Traum schickst. Danke dir, Traumato. Wir machen uns bereit zu gehen. Ab dafür, Train 92. Wir kommen zurück, sobald wir bereit sind. Tja, schon wieder. RIP Mopsy. Mopsy kommt leider auch in den Traum nicht mit. Oh, ich bin echt traurig, dass wir Mopsy gerade nicht mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir Mopsy noch bis zum Ende der Story überhaupt mitnehmen können. Mopsy, ich vermisse dich jetzt schon. Du warst echt eine richtig gute Ergänzung für unser Team und jetzt wirst du halt einfach ausgeschlossen. Das nervt mich halt richtig hart. Oh, Mopsy. So, dann rüsten wir uns doch nochmal aus und dann haben wir doch einen normalen Part vollgekriegt. Weil ich dachte, die Cutscene geht jetzt länger und wir werden sofort in Dungeon geschickt. Oh Gott, zum Glück kriegen wir 2 Belebersonnen und noch einen Apfel hinterhergeschmissen. Den Grimmsamen möchte ich auch gerne mitnehmen. Den werden wir nämlich, das kann ich euch gleich versprechen, den werde ich mir aufheben für den allerletzten Dungeon, für den allerletzten Bossgegner im Let's Play. Der wird nämlich richtig ekelhaft werden. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. Wir können das Braungummi verkaufen. Sinelbeeren müssen wir gleich ablegen. Flairsamen kann weg. Warpsamen kann weg. Top-Elixiere werden gleich abgelegt. Und das war's. Mehr können wir nicht verkaufen. So, lagern. So, Top-Elixier, Top-Elixier, Top-Elixier. Ein Belebersamen, weil wir haben ja dann... Ne, ich würde gerne 2 ablegen. 3 reichen vollkommen. Sinelbeeren, wie viele muss ich denn ablegen? 4 möchte ich gerne dabei haben. So. Äpfel haben wir genug und den Rest behalten wir bei uns. Ja, kannst du gerne im Lager deponieren. Nehmen, damit wir das nochmal einsortieren können. So. Dann gehen wir noch zur Bank und dann sind wir auch schon bereit für den Traum von... Azuril. So, wir kommen den 72k immer näher. Ist jetzt nichts Besonderes, wenn wir die 80k erreichen, sage ich Bescheid. So. Und dann einmal runter. So, und hier beende ich den Part. Wir haben den absolut schrecklichen Mühsalberg geschafft. Ich hoffe, das müssen wir nie wieder machen, so ein Dungeon mit so vielen Fallen. Hoffentlich wird der Albtraum nicht zu schlimm. Aber mehr dazu im nächsten Part. Ich und Neli bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Und RIP Mopsy. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr bei dem Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wollt ihr noch mehr vom Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch 2 andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!